Namaste, guten Morgen. Herzlich willkommen zur gemeinsamen Morgenmeditation. Setz dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist. Nimm nichts mit in diese Meditation an Gedanken, an Sorgen, an Ängsten. Alles, was dich in diesen Tagen bewegt, lass jetzt einfach los. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen und halten, 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 halten und loslassen. Und halten, 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 halten und ausatmen. Und halten, 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 halten und loslassen. Zur Unterstützung und weiteren Vorbereitung der Meditation üben wir Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch, rechts ausatmen, rechts einatmen. Wechsel mit dem Daumen, links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Und rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung, während des Tages öfters üben. Es bringt die Hemisphären des Gehirns in Balance. Du wirst ruhiger und ausgeglichener. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht. Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Schließe deine Augen. Lass das Gefühl zu, dass hier und jetzt alles in Ordnung ist. Lass uns gemeinsam dreimal Om singen. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins, dem Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität,
Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Unendlich, ewig, untrennbar, ohne Beginn und ohne Ende. Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen, ohne Ausnahme eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders unsere Guru-Linie. Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar Giri, Paramahansa Yogananda Ji, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Dass die Sehnsucht deiner Seele zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir als du. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort deinen Atem. Fühle die kühle Luft beim Einatmen und etwas wärmere Luft beim Ausatmen. Es ist nicht notwendig, zu versuchen, den Atem zu kontrollieren. Beobachte einfach aufmerksam den natürlichen Fluss und Rhythmus deines Atems. Beobachte den Anfang und das Ende des Einatmens. Beobachte den Anfang und das Ende des Ausatmens.
werde dir der Lücke, der Stille nach dem Ausatmen bewusst. Beobachte diese Lücke, diese Stille und kontempliere sie. Werde eins mit dieser Lücke, mit dieser Stille und transzendiere sie. Verweile dort.
Wenn Gedanken oder Emotionen auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung, lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deiner Mitte und beobachte deinen Atem und die Lücke, die entsteht nach dem Ausatmen.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für Mitgefühl, für Freundlichkeit, für Gelassenheit, für Dankbarkeit. Stell dir unseren blauen Planeten, die Erde, vor, mit seinen mehr als 7,8 Milliarden Menschen. Erinnere dich an die göttliche Natur eines jeden Menschen. Wünsche ihnen allen das höchste Gute. Lächle ihnen zu und sieh sie gesund, freundlich und friedvoll, optimistisch und konstruktiv. Sieh sie erwacht zu ihrer wahren Natur. Wenn du einen Menschen hast, von dem du glaubst, dass er jetzt deiner Unterstützung oder deiner Hilfe bedarf, sieh ihn oder sie vor deinem geistigen Auge glücklich, gesund, friedvoll, freundlich, optimistisch und konstruktiv. Sieh ihn oder sie zufrieden. Sieh ihn oder sie erwacht zur wahren Natur. Sieh dich selbst und lächle dir zu. Sieh dich gesund, zufrieden, freundlich und friedvoll, optimistisch, aktiv und konstruktiv. Sieh dich erwacht zu deiner wahren Natur. Sieh dich, wie du für andere da bist und sie unterstützt. Sei dir der Tatsache bewusst, dass du in all deinen konstruktiven Bemühungen die Unterstützung der Gesetze der Natur und Gottes Gnade erfährst. Sehr offen für die Wahrheit, dass in dieser materiellen Welt alles vergänglich ist, nichts von Bestand, alles im permanenten Wandel. Lass uns dreimal gemeinsam Om singen.
am Schluss dieser Meditation wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Ja, du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit. Roy Jean Davis schreibt in seinem Buch 7 Lektionen im bewussten Leben über das zweite Niyama Santosha. Santosha bedeutet die Kultivierung von Seelenzufriedenheit in allen Umständen. In Patanjalis Yoga Sutras wird das zweite Niyama Santosha folgendermaßen beschrieben. Zufriedenheit bietet höchsten Frieden und Glück. Zufriedenheit in allen Umständen kann aufrechterhalten werden, indem man selbstbewusst bleibt, während man leidenschaftslos Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und das Auftauchen und Verschwinden von vorübergehenden Ereignissen beobachtet. Santosha, das zweite Niyama. Aufrechterhaltung von Seelenzufriedenheit in allen Umständen. Ich möchte am Schluss gemeinsam mit dir ein Mantra singen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Menschen überall glücklich, zufrieden und friedvoll sein. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ich wünsche dir einen tollen Tag in dem Bewusstsein von Santosha, Seelenzufriedenheit in allen Umständen. Wenn du möchtest, gerne in einer Woche zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste.